Ein knackiges High-Five in die Runde, mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute spielen wir mal wieder die Prinz Eitel Friedrich, ist für mich einer der geilsten 5er BBs, wirklich, ich liebe dieses Teil. Und im ersten Video sind wir ja mit Hipper gefahren und bin dann mal auf Otto Siliax geswitcht, muss ganz ehrlich sagen, dass ich Otto Siliax bis Stufe 6 wirklich absolut feiere. Bei Tirpitz und Bismarck fahre ich dann doch lieber Hipper. Wir haben in dem letzten Stream, was heißt letzten Stream, wir hatten in einem Stream eine wunderschöne Runde mit ihr, wo ich auch nochmal bewiesen habe, dass das Teil wirklich ein absolutes Nahkampfmonster ist. Das Teil hält so dermaßen viel aus und kann so dermaßen austeilen im Nahkampf. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was mein Otto Siliax so drinne hat. Wir haben natürlich Inspirationen, Andrew Cunningham und Franz von Hipper. Dann haben wir hier Streithammel, verbessert die Torpedoortung. Das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, wie ich finde, weil so könnt ihr nämlich dann frühzeitig den Torps ausweichen. Beim zweiten habe ich das Stachelschwein drinne, erhöht Reichweite, Präzision und Treffgenauigkeit der Secondary. Man könnte allerdings auch hier die Drehgeschwindigkeiten der Hauptbatterie verbessern. Ich muss aber sagen, die Prinz Eitel hat halt wirklich eine sehr, sehr coole Secondary, deswegen habe ich hier das Stachelschwein drinne. Außerdem, ich mag Schweine, ihr wisst ja, Shorty ist mein Ein und Alles, deswegen musste ich das Stachelschwein nehmen. Hier haben wir Feuerwehrmann drinne, verringert das Risiko eines Brandes und reduziert die maximale Zahl der Brände auf 3. Das ist natürlich in der aktuellen HE-Meta in Anführungszeichen immer sehr, sehr vom Vorteil. Dann haben wir hier Mechanikermeister, erhöht die Menge an TP, die durch das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft wiederhergestellt wird. Und zum Schluss natürlich Welle zum Wiederaufbau, erhöht die TP-Wiederherstellungsrate, wenn die Reparaturmannschaft aktiv ist. Ja, beim Schiff selbst hat sich nichts geändert, das ist alles so geblieben. Wir haben hier C-System Mod 1 drin. Ich sage immer wieder, hier nochmal auf Secondary zu skillen, ist einfach zu viel. Also, dann habt ihr wirklich bei der Eitel eine wirklich gute Secondary, aber dann streut sie extrem. Deswegen nehmt ruhig das C-System Mod 1, um der Streuung halt wirklich ein bisschen entgegenzuwirken. Beim zweiten habe ich natürlich dann wieder das Steuergetriebe drin, um halt wirklich Torpedos schnellstmöglich ausweichen zu können. Und wenn ich mal einen Fahrfehler habe und sehe, oh, ich stehe Breitseite zu dem und dem Schiff, dass ich dann halt schnell mich anwinkeln kann. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder im Gefecht und habt viel Spaß. Bis gleich! So, Sui, diesmal schaffst du es. Komm, da sind 4 BBs dabei. Ich fahre rechts rum. Ach so, Freunde, ne? Wie gesagt, Montag gibt es nochmal einen Stream. Da ist ja das neue Update draußen, das streamen wir dann auch nochmal. Harry, bist du dann auch bereit? Oder hast du Montag keine Zeit? Kann ich noch nicht sagen. Okay. Dann Donnerstag, Freunde, geht's mit A Way Out weiter. Da werden wir mal schauen, dass wir das Spiel zu Ende bekommen. Und wie gesagt, da ja so viele Anfragen kamen wegen den T-Shirts, dass ihr halt auch gerne die T-Shirts settet und auch in der natürlich richtigen Größe, habe ich mich dazu entschlossen, es wird demnächst einen kleinen Shop geben, wo ihr dann Tassen mit Harry drauf oder so, T-Shirts und euch gönnen dürft. Ich versuche auch, dass ich die Preise wirklich so tief kriege wie möglich. Das Problem ist allerdings, dass mir die T-Shirts an sich selbst nicht gehören. Und ich natürlich für meine Logos Geld von dieser T-Shirt-Firma fordere. Deswegen werden die Preise, ja, wie soll ich sagen? Ich sage mal schon für ein T-Shirt, ich denke mal so 27 Euro werdet ihr für ein T-Shirt zahlen müssen. Es tut mir leid, aber tiefer kriege ich es nicht. Kann auch, ich weiß es nicht, ne? Muss ich nochmal gucken. Vielleicht kann ich da mit der Firma auch noch ein bisschen quatschen. Weil ich möchte auch nicht, dass ihr da so viel Geld ausgebt. Ja, kann ich dann auch nochmal machen. Genau, Hashtag lass den Kraken frei. Hast du gehört, Sui? Mhm. Du hast ja die Chancen. Hast du dann eigentlich dein Essen jetzt? Mhm. Ja, siehst du? Nicht daran. Hättest du. Ja, tschüss. Hättest du mal nicht gegessen. Vielleicht hättest du es dann geschafft. So. Hier vorne geht ein Flugzeug hoch. Kann da eh nichts dafür. Das wird wohl die Gras sein. Weiß es nicht. Ich fahr jetzt hier hinten lang. Da ist sowas. Da ist ein Graf, ja. Und eine Pepsi-Cola.
Ich habe leider aber keine... Jetzt habe ich Reichweite. Hat der nimmt mir noch die Zita von eben übel. Wer? Der auf der Graf da. Oh, Zita auf die Pensacola! Ach, war der eben in der Dings, oder was? Also die Mexiko trollt mich da, oder? Weiß ich nicht, musst du mal fragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Prinz Eitel Friedrich mit Hipper deutlich geiler. Wo will denn die Graf hin? Das weiß er selber wohl nicht. Das könnte es jetzt gewesen sein für den Grafen. Jo, zieht da! Gegnerischer Kreuzer zerstört! Oh, hier, unsere Basis, Leute. Naja, wenn die halbe Truppe da drüben zur anderen Seite fährt. Ja. So, ich glaube, da musst du leider zurückfahren. Das ist noch in Mexiko. Bin ich dabei. Da kommt eine Oma um hier. Wie finde ich denn sowas? Oh, wo kommen hier denn Tops her? Unser Team hat die Führung übernommen. Schade. Mein Top habe ich gekriegt. Ach, warum repariere ich denn nicht, Idiot? Ich hätte doch nur einen Motorschaden. Ja, da flatscht's. Also, der erste Karton ist leer. Wie der erste? Wie viele sind denn da gekommen? Ein paar. Ich hab Hunger. Ich habe einen sehr gesunden Appetit, meine Lieben. Aber die Pensacola hat doch keine Tops, oder? Nee. Aber das waren halt noch hat wirklich die zwei. Bist du oben hier? Ja, aber die kam ja von rechts, also. Ja, dann ist da wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Vielleicht ist hier der DD. Nee, aber irgendwas ist ja da im Cap. Ja, also, ja, ich weiß es ja. Das ist ja das, was mich gerade ein bisschen irritiert. Woher? Omaha! Nein, die kam von rechts, nicht von links! Ja, aber die Omaha hat auch Tor. Ja, trotzdem kam die Tor von rechts! Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich bin gleich in der Basis. So, das andere muss ich nachher essen, da habe ich jetzt keine Zeit für. Ja, ich muss ja den DD erst rausmachen, sonst schimpft man mich wieder, dass ich mich ja, nicht ganz so gerne. Das verstehe ich. Also ist es ziemlich warm auf der Hose, der Karton her. Oh, ein Icarus. Jawohl, geht's raus. Jawohl, Alter! Weggebumst! Oh, wir haben zwei erwischt! Ja! Baba Doblin! Guck mal, was über dir steht! Ein Flugzeug! Nee, da war noch ein Chef! Kreuz, haben wir noch ein Pepsi da! Ja, da fahr ich da hin! Oh, da ist auch noch ein Biatra wie Lecky! Das schaffst du! Ah, es wird enger! Ich bin ja hier komplett alleine! Mir hilft ja keiner! Ich mach den Zerstörer in unserer Basis. Ja, ist in Ordnung, aber der Harry macht gar nichts. Harry, kommst du zu mir? Ja, aber das mache ich gut. Das machst du gut, ja. Siehst du? Jawohl. Ist auch so wie, du hast da auch noch ein Schlachtschiff, ne? Ah ja. Ich weiß. Feueralarm! Jawohl,
Level 4000 auf die Pünze. Mal gucken, vielleicht kriege ich die noch raus. Jo, zieht da raus. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. So, gehe ich mal auf die Petra. Auf Leggy Leggy. Oh, Leggy Leggy schießt mit HE. Auf mich wahrscheinlich, oder? Nee, nee, die ist doch hier hinten bei mir. Turm zerstört? Sehr schön. Oh oh, das könnte jetzt wehtun. Ui, zünd sie an. Nein. Komm schon, zeig mir deine Breitseite. Feueralarm! Ah, Streuung! Jawoll, zieht da! Ah, nur 2000! Was eine Runde, Alter. Erstes Blut, Doppelschlag, Großkaliber, Krake. Ja, guckst du dir an, Junge. Die Runde wird abgespeichert. Die Runde wird abgespeichert. 346.000 Punkte gemacht. Geil. Ja, Freunde, ihr seht, die Prinzeitel ist einfach ein Biest. Ein richtiges Biest und ich muss sagen, so wie ich es im letzten Video schon, glaube ich, gesagt habe, die Prinzeitel ist auf Stufe 5 mein absolut Platz 1. Wer sie noch nicht hat, ich kann sie euch wärmstens empfehlen. Das Ding macht so dermaßen viel Spaß. Ihr werdet eine Heidenfreude haben. Gerade, wie gesagt, im Nahkampf zeigt sie wirklich alles, was sie hat. Und da tut es dann auch richtig weh. Und das Ding macht so Spaß. Also das ist wirklich eins der geilsten Premium-Schiffe, was sie uns wirklich gegeben haben. Einfach nur geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut.